Oh, meine lieben Freunde, da bin ich wieder in der Stadt. Ich habe mich gerade mal eben noch ausgeruht. Und mir ist gerade eingefallen, die Jungs, die vorne dran standen, die haben uns ja nicht geglaubt, dass Jessica weg ist. So. Und da ich niemand anders beweisen kann, dass sie eigentlich weg ist, und die Eltern hier nicht da sind, beziehungsweise die Mutter und der Verlobte nicht da ist, könnte ich ja nochmal. Ich habe ja diesen Brief, weil da steht ja auch eigentlich nichts drin. Steht eigentlich nur drin, dass sie weg ist. Und um das eigentlich zu wissen, zeigen wir einfach den Jungs und es klappt auch. Ja. So. Genau, geh du mal im Zimmer nachgucken. Au! Gott sei Dank hat er den Topf aufgehabt. Ja, nimm doch. Ah, jetzt hoffen wir, dass wir. Bangers, schließ dich dem deiner Gruppe an. Ernsthaft? Okay. Kann ich jetzt an die Türen? Nein, ich will doch an die Türen auch noch. Schade. Okay, der kleine Knirps schließt sich an und der wird uns jetzt hoffentlich verraten, wie wir an die Tür kommen. Weil wir in diesem Spiel einfach keinen C4 haben, wo wir einfach die Tür hätten aufspringen können oder weiß ich nicht, mit dem Pferd gegenrammen können. Ich weiß es nicht. So. Es kann ja nicht simpler sein, als es ist schon. Haben bestimmt irgendeinen Schlüssel in der Tasche oder so. Und öffnen einfach diese Kacktür. Weil wer außer denen weiß sonst das Geheimnis, dass man halt die Tür öffnen könnte und so ein Schlüssel ist da schnell für gemacht. Ah ja, die Monster sollen wir übernehmen und der kleine Knirps kommt uns nur hinterher. Da ist er auch schon. Da ist er ein bisschen lahm unterwegs. So, nehmen wir mal den Turbo wieder einschalten hier. So, da der Kleine nicht die Fuchse nehmen möchte, machen wir das halt. Übernehmen wir so fix. Ich wollte eigentlich, ich hatte schon überlegt, wieder zu leveln und erst nach Port Pesco zu gehen oder was war das? Prospector hinzugehen, um zu leveln und ein bisschen vielleicht Ausrüstung zu kaufen. Aber da fiel es mir ein, als ich zur Stadt ging, dass halt die Kiddies das Einzige sein könnten, wo man halt hingehen könnte noch zur Not. Dann ist das mir mit dem Brief auch eingefallen. Hey, warum ist denn Jengis blau? Da ging wohl angeschnüffelt. Egal, weiter geht's. Das Gleitetäubchen. Ich weiß auch gar nicht, wie man mit der Gruppe reden kann. Ich glaube, erst haben wir alle vier oder drei, dass man halt intern reden kann mit denen. Ich weiß es nicht. So, mal schauen. Da ist auf jeden Fall die Tür. Jetzt machen wir Geronimo an die Tür ran. So, jetzt kommt er angelatscht. Warten wir einen Moment. So. Wie sollen die öffnen? Es kann ja nur möglich sein, wenn er mich verarschen will. Ich drücke und drüttel da dran, wie es nur geht. Verarsche? Sie öffnet sich nur von unten. Ja. Okay, geht wieder heim. Und wir helfen Jessica. Noch nicht, darf nicht Escape drücken, sonst ist das Spiel nämlich weg. Mal umgucken hier. Ah, oh, Dr. Schleim. Ganz interessant. Mach ich gerne. Die machen nicht so viel Schaden. Da kann ich mit leben, ganz locker. So. Jetzt retten wir die Jessica. Die Jessica. Dr. Schleime besiegt. Und noch kein Level erreicht. Da kann auch nicht mehr viel sein. Ich weiß gar nicht. Kann ich das irgendwo nachschauen? EP. Ob die jetzt da runter geht oder hoch geht, das. Ich glaube, die geht eher hoch da an der Stelle. Es wäre zu einfach, an den kürzesten zu gehen. Das heißt, wir gehen hier lang.
Achso, die Treppe geht so runter. Ah. Oh nein, wir müssen erst den ollen Pilz wegkriegen. Oh nein, das war jetzt natürlich jetzt nicht geil. Ach, Glück gehabt. Na, Pech gehabt. Knister. Hauptsache, es brennt in der Butze hier. Okay. Schauen wir eben schnell nach. Ja, das steigt. Und wir machen eben Heilung auf beide. Der Cheng ist mittlerweile auch, ja, Punkte bekommt. Da ist keine Kiste. Na, ich gehe mal nur so ein Stückchen weiter. Und wenn ich nicht immer um die Ecke gehen will, dann gucke ich halt drumherum. Okay, die hatte ich schon von außen gesehen gehabt. Okay, vom Turm her. Super. Das heißt, es steht auf jeden Fall, dass wir jetzt da oben lang gehen müssen. Jetzt kommt nochmal so ein oller Frosch. Froschgesicht. Oh, der macht ein bisschen mehr Schaden. Vorher hat er, glaube ich, einen gemacht. Jetzt macht er 5. Ist auch eine gute Steigerung. Ah, da werden vielleicht noch ein paar Monster davon mehr auftauchen. Schon eine spannende Eigenschaft. Hm. Ah, man hätte bestimmt von außen irgendwo rangemusst. Naja. Machen wir noch ein paar unnötige Fights. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Leveln wir halt ein bisschen. Heilkraut, super. Ich tippe mal, dass wir von außen ran müssen und dann über den Innenturm wieder hoch müssen. Wäre jetzt die einfachste Möglichkeit. Habe ich auch noch nicht dran gedacht. Oh, ich glaube, erst den. Ja, den Käfer. Der macht doch am meisten Schaden. Der Pilz geht noch, der mit seinem süßen Odem. Beziehungsweise mit seinem süßen Hauch. Kann uns ein bisschen schwächeln, aber. Und das meist. Oh, ein Kobold. Machen wir erst den Frosch. Den weiß ich, dass wir den down kriegen. Kühlen Odem. Oh, der zieht natürlich auch ein Stückchen weit ab. Ne, machen wir noch nicht. Warten wir erst noch eine Runde ab. Und wie gesagt, ich versuche jetzt hier mal. Naja, dann geht's halt jetzt hier lang. Jetzt kriegt erst der Pilz was aus dem Maul. Eins will ich überlegen, eigentlich das Froschgesicht eben kalt zu machen. Zack, zack. Und jetzt noch den Pilz. Und dann war's das eigentlich schon wieder. Ich wollte nämlich schauen, was auf dem Grab steht. Deswegen. Hallo? Okay. Da geht's hoch, da sehe ich's. Das hatten wir auch von außen, glaube ich, gesehen gehabt. Haben wir noch eine Truhe hinter? Nee. Okay. Dann gehen wir nicht von hier nach da hin. So, jetzt haben wir einen schnellen Weg nach da hin. Und jetzt können wir runter. Ah, das ist eine Schatztruhe. Schatztruhe und Dinger zerstören. 20 Goldmünzen. Heilkraut. Münzen. Knolle. Und Flinkheitssamen. Könnte man immer gebrauchen. Aber da unsere Tasche ja sich gut auffüllt, könnte man das vielleicht im Nachhinein benutzen, wenn man lustig hat. Jetzt bin ich überlegen, mache ich das jetzt schon? Ich glaube, ich mache jetzt einmal auffüllen. Sicher ist sicher. Hier geht's in den Main-Turm rein. Okay. Da sind Siegel. Muss man nur drauf drücken, super. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich bin überlegen, dann gehen wir auf den Käfer drauf. Wow, kritischer Treffer. Wo kam der denn her? Da hat sich jemand aber fett konzentriert. So, dann gehen wir auf die Slimes drauf. Heilung, ja, mach du mir deine Heilung. Ich mach sowieso einen nach dem anderen jetzt schön fertig. Deswegen ist das ganz uninteressant, wer jetzt von euch mit einem Schaden bei mir macht. Ne, ich will hoch. Ich will hoch. Haben wir noch irgendwelche Dinger? Ja. Ich würde sagen, nehmen wir das hier.
Und wo sind wir hier? Okay, nehmen wir das. Da scheint es hoch zu gehen. Oh, drei Pilze. Festpilze! Nummer eins. Nummer zwei gleich. Dankeschön. Und Nummer drei. Nice. Geht der ruckzuck hier. So, hoch. Oh, da ist ein anderer Weg. Zu hoffen. Dass der Weg so langsam uns irgendwo hinführt. Jetzt auch Dr. Quan, dass man die nicht einfach so in einem Schlag besiegen kann. Jetzt müssen wir uns hier drei Runden damit rumquälen. Bitte, bitte, bitte. Ah, toll, noch eine Runde mehr. Oh, warum hat er jetzt so kritischen Schaden mehrmals? Natürlich auf einen geilen Vorteil, wenn er jetzt gleich in einem guten Fight verwickelt sind, dann macht mir das gar nichts aus. Aber wir machen kurz einen Cut und sehen uns gleich.